Okay, das ist intensiv. Die Tür unserer Falle ist schon mal zu. Ich glaube, wir haben was gefangen. Oh. Oh, wie cool. Uns ist tatsächlich ein Stinktier in die Falle gegangen. Ja. Yeah. Okay. Keine Hektik. Dann sprüht es uns nicht an. Okay, okay. Wir müssen natürlich ruhig bleiben. Denn wir wollen natürlich nicht vollgestunken werden. Aber eins kann ich euch schon mal verraten. Bis hierhin stinkt es Stinktier nicht. Warum wir überhaupt ein Stinktier gefangen haben, wie ich hier gelandet bin und ob Stinktiere wirklich so stinkige Zeitgenossen sind, das erfahrt ihr alles später. Aber jetzt habe ich erstmal ein paar tolle Infos für euch. Stinktiere sehen zwar wie eine Kreuzung zwischen einem Dachs und einem Marder aus, sind aber nicht mit ihnen verwandt. Sie bilden eine eigene biologische Familie. In der Fachsprache heißen sie Skunk. Es gibt 15 verschiedene Arten von Skunks. Alle haben gemeinsam, dass sie schwarz-weiß gemustert sind. Den Streifenskunk nehmen wir heute genauer unter die Lupe. Streifenskunks sind, wie alle anderen Stinktiere, nachtaktiv. Das heißt, tagsüber schlafen sie und nachts suchen sie nach Futter. Die auffällige schwarz-weiße Fellzeichnung soll Feinde abschrecken. Ähnlich wie das Gelb-Schwarz der Wespen ist Schwarz-Weiß ein Warnmuster. Damit und mit dem Aufstampfen der Hinterpfoten senden die Stinktiere eine Botschaft. Achtung, ich bin gefährlich. Halte dich fern. Wer das nicht tut, wird vollgestunken. Aber nicht immer. Dazu später mehr. Ich bin heute in den USA unterwegs. Genauer gesagt in Los Angeles. Mitten in der Großstadt liegt der Bonelli Park. Hier gibt es besonders viele Stinktiere und auch besonders viele Menschen, die ihren Müll überall liegen lassen. Der Biologe Ted Stankovic untersucht die Verteidigungsstrategien der Stinktiere, unter anderem das Stinksprühen. Hi Ted! Hi! Oh, das sieht ja hier schon mal sehr wichtig aus. Da bin ich gespannt, was wir heute vorhaben. Aber ich habe mich schon gefragt, jetzt ist ja Tag. Aber ich weiß, dass Stinktiere eigentlich nachtaktiv sind. Also was machen wir denn jetzt überhaupt? Heute finden wir erstmal heraus, wo sie sich aufhalten. Da stellen wir dann Fallen auf. Mit etwas Glück fangen wir ein paar Stinktiere über Nacht. Perfekt, dann auf geht's. An die Arbeit. Ted will tatsächlich das Stinksekret vom Po eines Stinktiers abzapfen, um es zu untersuchen. Dazu muss er erst eins fangen. Gut, dass es hier so viele gibt. Warum ist es denn so ein guter Platz für Stinktiere? Warum fühlen die sich hier so wohl? Hier bekommen sie alles, was sie brauchen. Es gibt einen großen See mit viel Wasser, naturbelassene Flächen voller Futter. Und im Park hinterlassen die Menschen viel Müll. Den fressen sie auch gern. Stinktiere haben keine Angst vor uns Menschen, weil sie sich prima verteidigen können. Deswegen gibt es hier sehr viele davon. Ja, also das mit dem Müll ist mir ehrlich gesagt auch schon aufgefallen. Der liegt hier überall rum. Ich finde es furchtbar, aber die Stinktiere scheinen das ganz gut zu finden. Ja, und mit der Verteidigungsstrategie der Stinktiere, da mache ich mir noch ein bisschen Sorgen. Ich hoffe, dass ich heute wohlriechend wieder nach Hause gehen kann. Und wo sind die jetzt? Die schlafen ja wahrscheinlich, oder? Genau, aber nachts kommen sie heraus. Wir stellen unsere Fallen dort auf, wo wir Bauten vermuten. Unter Bäumen und Büschen zum Beispiel. Mit etwas Glück fangen wir heute Nacht ein paar. Dann suchen wir jetzt nach einer Höhle. Richtig. Stinktiere sind richtige Buddelprofis und graben große unterirdische Bauten, in denen sie tagsüber schlafen. Das ist der perfekte Ort für einen Bau. Das Unterholz schützt es von allen Seiten. Unter diesem Gestrüpp könnte ein Stinktier ein Loch gegraben haben. Ah, und ich stehe da drauf. Schau mal, hier? Ja, hier drunter. Da ist ein Loch. Das könnte ein Eingang sein, oder? Ganz genau, da unten. Okay, wie tief graben die denn in die Erde rein? So 1 bis 2 Meter. Aber dieser Bau könnte sehr flach sein, wenn unter dem Gestrüpp genug Platz ist. Okay, also das ist ein guter Platz, um jetzt eine Falle aufzustellen.
Sollen wir das machen? Ja, hier stellen wir eine Falle auf oder zwei. Wenn das Stinktier nachts rauskommt, riecht es sofort den Köder und tappt rein. Okay, dann holen wir mal die Fallen. Die Falle ist ein kleiner Käfig mit Falltür. Als Lockmittel legen wir etwas Thunfisch rein. Wagt sich ein Stinktier hinein und schnappt sich den Leckerbissen, fällt die Tür zu. Verletzt wird es dabei nicht. Stinktiere fressen eigentlich alles, aber am liebsten Fleisch wie Insekten, Schnecken, Schlangen, Fische, Frösche, Mäuse oder Aas. Der Thunfischhappen dürfte also der Hit sein. Ted will nichts dem Zufall überlassen, also stellen wir heute sehr viele Fallen auf. Insgesamt 19 Stück. Dafür braucht man ganz schön viel Thunfisch. Ich finde den Geruch richtig eklig, aber hoffentlich lockt Stinkiges auch Stinkiges an. 19 Fallen sind jetzt vorbereitet. Jetzt heißt es nur noch abwarten und Daumen drücken, dass mindestens ein Stinktier reingeht. Let's go. Auf geht's. Ted will noch versuchen, ein paar Stinktiere bei der Futtersuche zu beobachten. Das heißt, wir warten, bis es Nacht wird und gehen auf die Pirsch. Es ist Nacht und nachts ist Stinktierzeit. Ready, set, go? Okay. Wir müssen jetzt ganz leise sein, sonst laufen alle Stinktiere weg. Also, psst. Damit wir sie mit unseren Taschenlampen nicht erschrecken, tauschen wir sie gegen einen Infrarotscheinwerfer ein. Das Infrarotlicht ist für die Stinktiere unsichtbar. Aber unsere Spezialkamera kann damit prima sehen. Ha, da ist eins. Jetzt ist Vorsicht geboten. Hätte ich nur eine Wäscheklammer für meine Nase. Das Stinktier schlendert immer wieder davon. Wir folgen unauffällig, bis es uns mit seinem aufgestellten Schwanz und einem kleinen Hopser warnt. Jetzt lassen wir es in Ruhe. Es hat ja klipp und klar gezeigt, dass es keine Lust auf uns hat. Der Buddelprofi nutzt einen Notausgang, den er unter einer Steinmauer gegraben hat, und verschwindet. Das war richtig toll. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so nah an ein Stinktier rankommen. Es war richtig, ja, mein Herz hat richtig schnell geschlagen. Cool, und es sah so süß aus. Ich war ganz verzückt von dem Kleinen. Aber es hat uns nicht angesprayt, obwohl wir ja wirklich ziemlich nah dran waren. Warum hat uns das nicht angesprüht? Die wollen uns gar nicht ansprühen. Es ist wirklich das allerletzte Mittel. Bevor sie sprühen, versuchen sie alles, um uns zu sagen, dass wir sie in Ruhe lassen sollen. Und meistens laufen sie eh davon, wenn es irgendwie geht. Aber wenn du sehen möchtest, was passiert, wenn ein Stinktier richtig bedrängt wird, dann zeige ich dir mal was. Okay. Boah, was ist das denn? Das sieht ja super gruselig aus. Das ist Obi-Wan Coyote, unser Kojotenroboter. Damit versuchen wir, bei den Stinktieren das natürliche Verteidigungsverhalten bei einem Angriff durch einen Fressfeind auszulösen. Er hat vorne eine Infrarotkamera. Damit sehen wir die Raubtierperspektive und wir können ihn ganz nah ranfahren. Ohne angesprüht zu werden. Okay, also da würde ich mich aber auch verteidigen, wenn das auf mich zugerollt kommen würde. Boah, okay, ich bin gespannt, was die Stinktiere machen. Ted ärgert die Stinktiere nicht grundlos. Es ist wichtig, genau herauszufinden, wann und warum sich Stinktiere entscheiden zu sprühen. Denn er will beweisen, dass sie ihren schlechten Ruf als Stänker gar nicht verdient haben. Wir werden sehen. In der Dunkelheit sind die schwarz-weißen Tierchen richtig schwer zu entdecken.
Der Showdown beginnt. Stinktier gegen Obi-Wan Kenobi. Platzt gleich eine Stinkbombe? Okay, ich muss zugeben, ich habe fast ein schlechtes Gewissen, denn ich habe Stinktiere völlig falsch eingeschätzt. Die sprühen ja gar nicht bei jeder Kleinigkeit gleich los. Da gehört schon ganz schön viel dazu, dass ein Stinktier richtig stinkig wird. Eigentlich sind die ziemlich nett. Ja, das ist ein wirklich hartnäckiges Gerücht. Stinktiere sind sehr friedliche Tiere. Eigentlich wollen sie nur gemütlich herumkramen und nach Futter suchen. Sie werden nur böse, wenn es um Leben oder Tod geht. Das Gerücht sollten wir wirklich aus der Welt schaffen. Also Stinktiere, ich finde euch super. Und noch besser würde ich euch finden, wenn einer von euch jetzt in unsere Falle tappt, ja? Und ich tapp jetzt in die Koje, weil ich muss mich aufs Ohr hauen. Wir sehen uns morgen wieder, Ted. Gute Nacht. Bye, bye. Der nächste Morgen. Hoffentlich haben sich 19 Stinktiere den Thunfisch letzte Nacht schmecken lassen. Ted braucht aber nur eins, damit er das Stinksekret abzapfen und genauer unter die Lupe nehmen kann. Leute, ich glaube, die erste Falle ist schon mal zu. Ich sehe nichts. Nichts. Nee. Komisch. Die Falle ist zu, aber es ist nichts drin. Manchmal geht die Falle von alleine zu. Zum Beispiel, wenn ein Ast reinfällt oder ein Tier nicht ganz reintappt. Okay, also vielleicht war Jans Gang da und hat sich dann im letzten Schritt doch nicht reingetraut. Schade, aber wir haben ja noch 18 weitere Fallen und ich bin mir sicher, wir haben noch Glück. Oh nein, nix drin. Leere Fallen machen wir zu, damit kein anderes Tier versehentlich reinwandert. Menno! Jetzt kommt die 19. Falle und unsere letzte Chance. Wieder nichts, Ted. Oh Mann. Sorry, Ted. Mir tut's leid. Woran liegt es? Warum ist uns kein Stinktier in die Falle gegangen? Das kommt vor. Manchmal hat man halt Pech. Vielleicht war Vollmond oder der Park war letzte Nacht sehr voll, dann bekommen sie Angst. Okay. Was machen wir jetzt? Probieren wir es nochmal? Gibt es eine Chance, dass sie uns vielleicht die nächste Nacht reingehen? Ja, wir kommen morgen wieder und versuchen es nochmal. Okay. Also dann den Mut nicht verlieren und einfach nochmal probieren. Das heißt allerdings auch, wir müssen jetzt 19 Fallen nochmal aufstellen. Sehr viel Arbeit. Los geht's. Also alles auf Anfang. Aber wir lassen uns davon nicht die gute Laune verderben. Es ist zu. Die Tür ist zu. Ist was drin? Ja. Wir haben ein Stinktier gefangen. Okay, okay. Ruhig bleiben, cool bleiben. Leise sein? Ganz ruhig bleiben, dann sprüht es uns nicht an. Okay. Oh, jetzt bin ich aber aufgeregt. Okay, was machen wir jetzt? Zuerst holen wir ein Handtuch und legen es über die Falle, damit das Tier nicht sehen kann. Dann stellen wir die Falle ins Freie. Alles gut bei dir? Das ist jetzt bestimmt sehr aufgeregt, oder? Nee, es ist ziemlich entspannt. Wirklich? Okay. Die anderen 18 Fallen sind übrigens wieder leer. Wir hatten großes Glück, dieses kleine Stinktier zu fangen. Jetzt ist Konzentration gefragt. Erste wichtige Aufgabe. Ich muss jetzt hier diese Wattebäusche mit so einer Art K.O.-Tropfen befeuchten.
damit unser Stinktier ein bisschen schläfrig wird. Und ich darf es natürlich selber nicht einatmen, weil ich darf jetzt nicht schlafen. Brauchst du mehr? Ja, mehr bitte. Auf das Beruhigungsmittel in den Wattebäuschen folgt noch ein richtiges Schlafmittel. Jetzt kriegt unser Stinktier noch eine kleine Spritze. So einen Pieks mag natürlich niemand, aber es ist wichtig, damit wir es gleich richtig untersuchen können. Ach. Hinstellen bitte. Schon geschafft. Das Stinktier hat die Augen zwar noch auf, schläft aber schon tief und fest. Oh. Zuerst macht Ted einen Gesundheitscheck. Er weiß jetzt schon, dass es ein Weibchen ist. Es wiegt 1,3 Kilo, das ist ziemlich wenig. Kommt aber darauf an, ob es ein Jungtier oder schon erwachsen ist. Das sehen wir gleich. Ich halte das Tier die ganze Zeit am Nacken fest. Weil es dich beißen könnte? Nur für den Fall, dass es noch nicht ganz eingeschlafen ist. Die Augen sehen gut aus. Die Zähne auch und das Zahnfleisch. Man sieht aber, es ist schon ein Raubtier. Das muss ich jetzt natürlich schon mal fühlen, wie sich dieses Stinktierfell anfühlt. Oh ja. Und das Fell ist viel weicher, als ich gedacht habe. Also, das sieht eigentlich eher ein bisschen struppig aus. So fühlt sich's aber gar nicht an. Wir tun etwas Salbe in die Augen, damit sie nicht austrocknen. Gib mir mal bitte die Maske dort. Die ist dazu da, dass das Sonnenlicht die Augen nicht beschädigt oder das Tier frühzeitig aufweckt. Ich bin dafür zuständig, die Körpertemperatur zu checken. Weil dem Stinktier kalt ist, wärmen wir es mit einem Heizkissen auf. Ich würde sagen, es ist älter als 6 Monate, also ausgewachsen. Es ist ziemlich fit, nicht zu dünn, nicht zu dick. Ich schaue jetzt noch, ob es Parasiten hat, zum Beispiel Flöhe. Sieht aber nicht so aus. Okay, und jetzt kommt die Ohrmarke. Das ist wie ein kleiner Ohrring. Aber tut es nicht weh, wenn die dann aufwacht am Ohr? Nein, das ist nur ein kleiner Pieks. Wir machen das, damit wir sie in Zukunft wiedererkennen können. Und jetzt muss ich mir unbedingt noch diesen buschigen Schwanz anschauen, weil den sieht man immer so nach oben wegstehen. Can I take a look? Oh ja, Wahnsinn. Warum ist der eigentlich so buschig? Du hast ja letzte Nacht gesehen, dass sie ihren Schwanz aufstellen, wenn sie uns warnen. Dann fällt das äußere Fell runter und zeigt das weiße Unterfell. Das Weiß ist ein noch deutlicheres Warnsignal. Wenn der Schwanz gerade liegt, ist er fast komplett schwarz. Und hier sind die Analdrüsen. Da kommt das stinkige Sekret raus. Links und rechts. Magst du es fühlen? Okay, aber da kommt jetzt nicht gleich so eine Duftwolke raus, oder? Oh ja, das spürt man gut. Ist ganz dick. Das Stinksekret kommt nur zum Einsatz, wenn es um Leben oder Tod geht. Es riecht so schlimm, dass es den Geruchssinn regelrecht ausschaltet. Für Raubtiere, die sich zum Überleben auf ihre feine Nase verlassen, ist das ein hoher Preis. Also, ich zapfe jetzt ein bisschen was ab. Erst Alkohol drauf. Nochmal eine kleine Spritze. Ich mag Spritzen nicht. Oh, da ist es. Oh, das ist aber viel. Ganz gelb. Boah, jetzt kommt es erst hier rüber. Okay, das ist intensiv. Oh, ich konnte mir ja nicht so richtig vorstellen, wie das riecht. Aber ich würde sagen, herb, einfach sehr, sehr intensiv. Und es kitzelt so ein bisschen in der Nase. Okay, ich kann mir vorstellen, dass man da lieber abhaut, wenn man da vollgesprüht wird. Puh, aber sieht eigentlich ganz schön aus. Und was machst du jetzt damit?
Ich bringe das ins Labor und friere es ein. Später können wir dann die chemische Zusammensetzung prüfen und herausfinden, wie stark es ist. Wir können auch andere Experimente damit machen. Zum Beispiel testen wir, wie Raubtiere auf den Geruch reagieren. Okay, also ich wünschte, ihr könntet das jetzt riechen. Ich muss das ein bisschen von mir weghalten, weil es ist schon sehr, sehr stark. Danke für die Spende an die Wissenschaft, kleines Stinktier. Wacht schon langsam wieder auf, gell? Das Gute ist, dass das Stinktier von hinten nach vorne einschläft und von vorne nach hinten aufwacht. Das gefährliche Ende schläft also am längsten. Also wird es uns jetzt nicht besprühen. Der Kopf wacht zuerst auf. Ich darf unser kleines Stinktier jetzt auch mal kurz halten. Es fühlt sich ziemlich toll an, ganz warm und es atmet ganz stark. Aber ich glaube, es wacht jetzt auch gleich auf. So, der Moment der Wahrheit ist gekommen. Unsere kleine Stinktierdame darf wieder raus. Hat sie gut gemacht. Noch ein bisschen wackelig auf den Beinen. Tschüss! Das ist immer der schönste Moment für mich, wenn ein Wildtier wieder in die Freiheit entlassen wird, denn da gehört es ja auch hin. Was für ein cooles Abenteuer, oder? Und am Ende ist alles gut ausgegangen. Ted hier hat seine Duftprobe. Und unser Stinktier ist wieder in der Freiheit. Ja, und ich habe gelernt, dass Stinktiere eigentlich total friedlich sind und nur abstinken, wenn sie sich bedroht fühlen und Angst um ihr Leben haben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt tierisch interessiert. Und jetzt gibt's noch eine Stinkbombe!